Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Das Rathaus von Wartenburg ist abgebrannt, vermutlich Sabotage. Die einzige Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen, bis auf die Grundmauern. Und das ist ein echter Skandal, denn die Stadt ist noch nicht mal bezogen worden von ihren Einwohnern. Die Beamten haben noch gar nicht gearbeitet. Aber wenn es abgebrannt wäre und die Beamten hätten gearbeitet, wäre der Skandal in der Tat noch ein bisschen größer. Insofern vielleicht Glück im Unglück. Und Glück im Unglück haben wir auch, denn das Ganze ist relativ unbürokratisch wieder aufzubauen. Also man muss Gott sei Dank nicht neu platzieren, sondern die Planung steht und es wird einfach gleich weitergebaut. Im Übrigen muss ich sagen, diese Straßenbahnlinie, die sieht einfach nur geil aus. Ich freue mich schon, das Ganze in Betrieb zu sehen. Wenn die Arbeiter hier herfahren in die Industriehallen, das ist richtig cool. Sehr, sehr schön. Gut, aber wir machen jetzt nicht... Oh Gott, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt hier schon wieder was brennt hier in der Gegend. Aber da hinten ist es. Ich denke, hier ist eine Feuerwehr. Hoffentlich schnell vor Ort. Wir machen allerdings ganz woanders weiter. Wir haben zuletzt hier die Infrastruktur in Richtung unserer neuen... Boah, das ist ein Wahnsinn, ne? Wie schnell das geht. In unserer neuen Flugzeugstadt oder in Richtung unserer neuen Flugzeugstadt geplant. Wir machen jetzt was völlig anderes und auch da nehme ich mal eine Anregung auf aus den Kommentaren. Nämlich wurde zu Recht gesagt, ob wir nicht auch für Alkohol ein Zentrallagersystem einführen, beziehungsweise Alkohol auch integrieren hier in unser nationales Zentrallager. Und ich denke, das ist in der Tat eine gute Idee, weil bisher ist das tatsächlich... wird das organisiert aus diesem Lager heraus, aus Neuerswerda. Und das ist ja wirklich ganz am Rande der Republik und wir wachsen immer weiter. Die Wege werden immer länger. Ich denke, das sollten wir tun. Es wurde der Vorschlag gemacht, das auch mit Nahrung zu machen, aber das sehe ich ein bisschen anders, denn Nahrungsproduktion ist hier dezentral ja aktuell organisiert. In Neuerswerda haben wir Nahrungsproduktion, in Wolgast und in Oelsnitz. Und ich denke, das können wir so organisieren. Das heißt, von Oelsnitz wird dann auch die Stadt beliefert werden. Und von Wolgast kann dann auch noch die zukünftige Hauptstadt beliefert werden, so zumindest der Plan. Ich glaube, da brauchen wir kein Zentrallager. Aber beim Alkohol finde ich das gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo macht man es hin und wie organisiert man es? Was ich beim Alkohol nicht machen werde, ist das mit Zug hierhin zu transportieren. Ich denke, wir werden das mit LKWs alles organisieren. Das heißt, wir sind auch nicht mehr auf diese Struktur hier angewiesen. Würde auch schwierig sein, weil hier ist kein Platz mehr. So, aber wo machen wir das? Ich denke schon, dass Stralsund der richtige Ort dafür ist. Ich habe mir das nochmal auf der Karte angeschaut. Also es ist einfach der zentralste Ort. Wenn hier noch eine Stadt entsteht und da noch eine Stadt entsteht, bleibt das weiterhin der zentralste Ort. Ja, und dadurch, dass wir das mit LKWs machen, sind wir da relativ flexibel. Ich tendiere dazu, das hier in den Bereich zu bauen, weil dann die Waldaubrücke genutzt werden kann. Das ist ja die zentrale Brücke, die auch absichtlich genau hier angelegt wurde, am nationalen Lager, weil von hier aus kann das alles schnell transportiert werden. Hier nach Polymerseburg, da nach Wartenburg und dann hier in die neue Hauptstadt. Das geht flott. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man tendenziell hier sogar die Straße gerade durchzieht und hier einfach eine Kreuzung macht dahin, weil das ist eigentlich der zentrale Weg jetzt später. Aber das machen wir dann ein andermal. Aber vielleicht, wenn wir das hier geplant haben, gucken wir mal. So, hier ist ein bisschen eng, gebe ich zu. Vor allem die Tankstelle stört hier ein bisschen. Aber was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen eigentlich nur ein Lagerhaus. Aber ich bin doch... es gibt noch ein anderes Problem. Diese Sache, das überzeugt mich immer noch nicht hundertprozentig. weil, gut, wir haben das jetzt fast überall so gemacht, dass es auf der Strecke einfach getankt wird, aber wir haben oft die Situation, dass hier dadurch ein Stau entsteht. Aktuell nicht, vorhin war es der Fall. Ha, ich bin am Überlegen oder bin so ein bisschen am Zweifeln, ob es nicht doch besser wäre, dieses Ding von der Strecke wegzunehmen. Aber das Problem ist, dass es alles sehr, sehr knapp ist, ne? Aber eigentlich, wenn man das ein bisschen großzügig anlegen würde, hier so,
Das Blöde ist, man bräuchte schon halt in dem Bereich auch auf beiden Seiten diese Kreuzweichen, weil du hast manchmal die Situation, dass die reinfahren und dann wieder da zurückfahren wollen. Und ja, wenn das halt nur eingleisig angelegt ist, dann müssen sie immer eine riesige Runde fahren. Das ist auch doof, deswegen sind die nicht ganz unwichtig. Und das braucht wiederum viel, viel Platz, weil, naja, ich brauche es euch nicht erklären. Aber man könnte hier früher losgehen, dann da rausgehen. Ja, ist die Frage, ob ich das nicht auch nochmal angehe. Aber das bedeutet, dieser Bereich würde nicht zur Verfügung stehen für das, was ich jetzt gerade vorhabe. Wir müssen uns einen anderen Bereich aussuchen. So, hier haben wir einen Berg, der ziemlich steil hochgeht. Ist schwierig. Also wir brauchen, um das nochmal zu sagen, wir brauchen ein Warenhaus, ein LKW-Ladezentrum und ein großes Verteilzentrum. Das ist das, was wir jetzt hier eigentlich bauen müssen. Okay, ich guck mal hier. Würde hier noch ein großes Verteilzentrum hinpassen? Dann könnten wir die Seite nutzen fürs Warenhaus. Oder andersrum. Prüfen wir das vielleicht als erstes mal. Nee, das sieht nicht gut aus. Die sind aber auch riesig, ne? So rum vielleicht. Das ist relativ knapp in der Richtung. Aber das ist zu ambitioniert. Nee. Ich sehe aber, wie das mit dem Kies hier ganz gut funktioniert. Das ist schön, dass wir das gemacht haben. Also das, oder war eben was zu sehen? Nee, ne? Nee, das ist zu ambitioniert. Okay, ich meinte aber, man könnte das vielleicht hier hinbauen. Das würde gerade noch so noch, wenn wir das mit der Tankstelle irgendwie anders organisieren, passen. Dann ist die Frage, kriegt man hier ein Lager und eine Straßenladungsstation hin? Das müsste vielleicht gehen. Könnte man ja auch so machen. Aber auch da sind die Gleise im Weg. Ich spiegel das mal kurz. Hier so. Ja, schaut mal, das ist ganz interessant. Das könnte gehen. Ich mach mal das Terraforming dafür. So. Okay, ich plane das mal. Und dann machen wir auf die andere Seite die Straßenladungsstation. Jedes Mal, die heißt identisch und ich frage mich jedes Mal, die eine ist wahrscheinlich größer als die andere, ne? So Leute, das muss doch, ja, passt doch, das passt hin. Das passt irgendwie hin, jawohl. Das kann man machen. Okay, dann wird das Alkohollager. Und dann machen wir hier ein Verteilzentrum hin. Und dann könnte man sich glatt überlegen, ob man diese Tankstation einfach auf die andere Straßenseite bringt. Oder ob man sowieso mit einer... Ah, warte mal, ich glaube, ich reiße das mal komplett ab. Und platziere das... Die ist ja überhaupt nie in Betrieb. Die haben wir irgendwann mal gebaut und dann vergessen und nie in Betrieb gesetzt. Naja, okay, alles klar. Gebaut und abgerissen. Dann bauen wir sie neu. Da sie noch nicht in Betrieb war, werden wir sie auch, glaube ich, dann selbst bauen. So, ich will aber nicht die ganze Straße abreißen. Geh mal bitte weg. Ja, so geht's, so geht's. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt anstellen. Also hier, groß. Nee, das war das Falsche. Ich bin hier auch irgendwo falsch. Warte mal, wo kam ich nochmal auf die Vertriebsstation? Hier. Da geht es zu steil runter. Ja. Ich würde es halt gern mit einer Nebenzufahrt machen. Da müssen wir wahrscheinlich selber mal Hand anlegen, dass es geht. Oder wir spiegeln es mal kurz in die Richtung. Macht er auch nicht. Okay, gucken wir mal, ob wir da selber was machen können. Oh ja, das geht da sehr steil runter. Das Ding ist einfach zu groß. Ich will auch nicht so radikal in die Landschaft eingreifen. Aber versuchen wir es mal, was wir machen können. Machen wir mal aus der Mitte heraus.
Das ist schon sehr radikal, was ich hier mache. Eieiei. Nee. Nee, 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 nee. Ich glaube, das wird schwierig. Naja, ich schau mal. Ja, okay. Doch, geht doch. Also so rum zumindest. Ich bin halt immer überlegen, ob man das noch... Ja, schaut mal, wenn wir... Dass wir hier sowas machen und dann die Tankstelle da noch irgendwie mit einbinden. Das könnte schwierig werden, wenn wir das spiegeln und so rum machen. Gefällt mir das von der Zufahrt besser, ja. Wird hinten noch ein bisschen terraformt. Okay. Planen wir das mal so. Und jetzt die Tankstelle da noch irgendwie auf die Ecke bringen. Das wär's dann. Falsch. So. Genau. Das ist dann gleichzeitig Einfahrt ins Vertriebszentrum und zur Tankstelle. Finde ich okay. Ja, ich sehe gerade, es kann sein, dass das Ding da... Doch, das hat Strom da hinten, hoffentlich. Ja, dann planen wir das auch hier. Lassen wir ein bisschen Raum, damit da auch mal Schlange stehen möglich ist. Gut. Alles klar. Das allerdings ist nur der erste Teil dieser ganzen Neuplanung, denn der zweite Teil, der muss hier hinten erledigt werden. Und das ist leider auch nicht so simpel. Also, von hier muss das Ganze abgeholt werden. Das ist der Punkt. So. Und hier brauchen wir jetzt, damit das wirklich zuverlässig funktioniert, brauchen wir meines Erachtens auch ein... Wobei, bisher haben wir das auch nicht, ne? Bisher wird hier, glaube ich, immer alles abgeholt, ohne dass da eine LKW-Ladestation ist. Und es funktioniert. Und insofern, glaube ich, lassen wir das einfach so. Ich hatte nämlich überlegt, ob wir das Feld nicht wegmachen und dann hier die Ladestation hier vorne hin platzieren. Aber offenbar, diese Handverladung scheint auch irgendwie zu gehen. Ja, wir können es ja beobachten. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir später noch eingreifen. Lassen wir das Ganze also erstmal so. Gut. Ja, dann brauchen wir jetzt hier nur abwarten, bis das fertig ist. Und dann können wir das schon umstellen. Mehr ist da meines Erachtens nicht zu tun. Mit dem Export muss man ein bisschen gucken, wie es man, von wo aus man es irgendwie macht. Bisher läuft der Export von wo? Ich glaube, von irgendeinem dieser Pflanzen, Nahrung. Das ist das VZ National, genau. Das ist das, was das jetzt macht. Das wird dann umgelagert. Fleischimport. Ja, okay, aber wo ist dieses Export-Ding? Wo haben wir das denn platziert gehabt? Das gucken wir uns nochmal an. Export Nahrung und Alkohol, das ist hier unten. Ja. Das ist natürlich ein bisschen umständlich, ehrlich gesagt. Wenn das hier losfährt bis hier und die Überschüsse dann abholt und dann wieder zurückfährt. Das ist irgendwie ungünstig. Das heißt, man müsste eigentlich noch ein zweites bauen. Oh Mann, aber ihr habt gesehen, wie kompliziert das ist. Ja, man könnte an dieser Stelle noch eins bauen. Oder man führt das Plateau hier noch ein bisschen weiter und zieht das hier durch. Das würde auch gehen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Hier kann man das, glaube ich, nochmal verantworten. So. Okay, also nochmal das Ganze. Ein großes Vertriebsbüro hier. Ja, ist die Frage. Man kann es natürlich auch schräg bauen, dann passt es mit der Straße definitiv. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Ja, platzieren wir es mal so in der Hoffnung, dass wir mit der Straße dann noch rumkommen. Aber es wirkt schief, ne?
So müsste es ganz gut sein. Okay. Na, mal sehen, aber ich glaube, das klappt. Wo wollen wir da ran? Wir könnten von dieser... das ist die Hauptkreuzung. Ja gut, das ist ja eh unvermeidbar. Ja, geht. Okay. Gut, das wird dann das Exportgebäude. Können wir das schon umbenennen? Ja, tatsächlich. Damit wir uns dran erinnern. VZ Export Alkohol. So nennen wir das. Okay. Und damit wir wissen, was hier los war, nennen wir das auch schon mal gleich VZ National Alkohol. Sehr gut. Dann werde ich jetzt hier gleich mal das durchführen, was ich eben schon gesagt habe. Das ist ja diese Hauptmagistrale. Da machen wir mal glatt einen Ersatzbau. Pausiere ich mal kurz. Das machen wir mal neu. Dass die so gerade durchgeht. So. Und machen mit Rubelbau. Ah, schaut mal. Haben wir hier auch... Ah, okay, das ist nicht ganz eben. Hm. Tja, pass mal auf, dann glätten wir vorher nochmal. Einen kleinen Maßstab. Okay, hier kann man nicht glätten. Warum? Weil da irgendwas Unterirdisches ist. Okay, also hier ist das Problem. Ah ja, okay. Es könnte daran liegen, an diesen Abwassergräben. Gut, das heißt, wir müssen da irgendwie runterkommen anders. Oder ich reiß die ab, aber das ist auch, das war so ein mega teures Projekt. Ah, nee, dann müssen wir da einen Schlenker machen. Na, schaut mal jetzt. Oh, vielleicht kann man so das Ganze betreiben. Jawohl, so geht's. Da wird es hoffentlich einigermaßen glatt werden. Jawohl. Und du kommst dann hier so ran. Und das Ganze war ja auch ein Ersatzbau. Da binden wir dann die Kiesstraße noch so an, aber bauen es ein bisschen zurück, dass es einigermaßen okay aussieht. Und dann kann das laufen. Und dann ist das die Magistrale. Falls es mal irgendwann sowas wie eine Autobahn geben sollte hier, wobei ich sehe bei unserem Verkehr das eigentlich nicht so richtig, dann wäre das auf jeden Fall ein Teilstück bis in Richtung der Hauptstadt. Und hier behindert dann aber das Atomkraftwerk die Weiterfahrt. Aber es ist glaube ich, eine spektakuläre Fahrt, ne? Hier über die Waldau mit Blick aufs Atomkraftwerk. Schon einer der schönsten Punkte hier in der Republik. Gut, das hätten wir auch. Dann ist die Frage, ob ich mich jetzt mal mit diesem leidigen Thema befasse. Das Ganze zurückzusetzen und hier dieses Tankding neu zu planen. Ob ich mich das trauen soll. Ich glaube, an dieser Stelle wäre es schon ganz gut. Wo haben wir das andere? Das haben wir ja zurückgesetzt. Kann man eigentlich hier kann man eigentlich auch keinen Spurwechsel machen, ne? Also irgendwie scheint die ja auch klar zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, wie häufig die das machen wollen, dass die reinfahren und wieder zurückfahren wollen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also besser wäre es schon, wenn das möglich wäre. Gut, es ist gerade die Strecke frei. Ich nehme allen meinen Mut zusammen und wir werden das jetzt machen. Reißen wir das Ding ab. Bauen wir die Straße zurück. Und reißen die Gleise ab. Das ist okay so. Und zwar würde ich sagen von da.
Na. So. Bis da. Bis da. Jetzt muss das leider erstmal verschwinden. Jetzt kriegen die Züge gleich Panik. Wissen nicht, wo sie hin sollen, aber das wird sich hoffentlich gleich ergeben. Ja. So, der kann nicht weiterfahren. Es tut mir leid, aber ist so. Okay, also Ersatzbau. Einfach gerade durch erstmal. Relativ simpel. Beziehungsweise wir machen erstmal die andere Strecke. Da könnte ein bisschen was zu planieren sein. Ist aber nicht. So. Zack. Das ist das. Dann will ich das jetzt mal ziemlich weit zurücksetzen, würde ich sagen. Dass wir einigermaßen Spielraum haben und es muss mittig sein. So. Und wenn wir jetzt... Wir können eigentlich direkt hier rauskommen, wenn das denn geht. Es geht, glaube ich, nicht. Was macht er, wenn ich das so mache? Ja, und da ist die Frage. Reicht das? Ah, das ist halt... Das ist halt zu wenig eigentlich, ne? Da kann ich mich nicht gleich anbinden. Gut, und wenn es zu wenig ist wiederum, dann lieber keine Weiche. Weil dann haben wir hier zumindest eine saubere Art. So, ich snap mich mal hier ran. Gehe da dann erstmal ran und hier. So. Okay. Und jetzt noch die Signale. Hier ist es so, dass es wird ein großer Block werden. Das heißt, da brauchen wir im Moment gar nicht so viel machen. Also hier ein Chain. Dann Ausfahrtssignal. Also ich mache es jetzt ohne Weichen. Dann fahren die halt mal irgendwie eine Runde. Ich hoffe, dass es insgesamt trotzdem irgendwie einen vorteilhaften Effekt hat. So. Okay. Das müsste es eigentlich sein. Da ist ein Signal. Ja. Dann lassen wir es mal bauen. Der müsste gleich nochmal zurückkehren. Umkehren bitte. Fahrtrichtung wechseln. Der müsste jetzt eigentlich durchkommen. Und sein Ziel wieder finden. Ja. Verliert das Fragezeichen. Sehr gut. So. Und hier müssen wir noch eine Straße anbauen. Da gehen wir einfach hier auf diese Kreuzung mit rein. Warum kann ich hier nicht terraformen? Sieht irgendwie so aus, als sollte man. Sieht mir irgendwie ziemlich puckelig aus, aber scheint nicht puckelig zu sein. Naja, dann machen wir das so. Elektrizitätsproblem, das gucken wir uns auch gleich an. Okay. Das kann auch gebaut werden und das wird dann einfach mal zurückgebaut. Aber so geht's nicht. Oder wir ziehen das hier gerade durch, könnte man auch machen. Gut. Sehr schön. Und jetzt müssen wir hier allerdings noch das Ganze beliefern mit Treibstoff. Das heißt, wir brauchen hier... Was haben wir denn hier? VZ-Flüssigkeiten. Da ist noch eins frei. Vielleicht... Das war bestimmt... Genau, das war bestimmt damit angeschlossen. Insofern sind wir hier richtig. 30%. Ja, machen wir 50%. Gut. Naja. Okay, es ist nicht... Genau das, was ich wollte, aber ich denke, es wird auf jeden Fall den Verkehr schneller machen an dieser Stelle. Kann sein, dass hier und da mal ein Zug
dann hier zurückfährt und dann irgendwie die große Runde macht, weil er dann doch irgendwo dahin will. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Nö, das ist soweit in Ordnung, würde ich sagen. Jo, dann bleibt uns fürs nächste Mal nur, dass wir uns einfach mal angucken, wie laufen die ganzen Baustellen so. Und mehr können wir tatsächlich im Moment nicht machen. Wir sind an der Stelle, wo wir dann mal schnell laufen lassen, weil, obwohl, nee, ist Quatsch. Man kann dann schon mal beginnen, hier die Stadt zu planen. Während das gebaut wird, ist ja auch kein Problem. Ah, toll, die sind hier schon beim Tunnel angekommen, hervorragend. Aber das wollte ich mir eigentlich ja erst nächstes Mal anschauen. Ja, wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwein.